Hallöchen, willkommen bei meinem dritten Bild von Heaven and Earth, die magischen Murmeln. Und ihr seht hier schon dieses fantastische Bild. Und wir sind jetzt hier oben. Guckt mal, das hier, das Gelbe hier. Das ist dieses hier. Das ist das Blaue hier. Und ich sticke zurzeit die Seite 1. Hier oben habe ich die 1 so stehen. Ja, ich habe gestern schon mal angefangen, um zu gucken, wie ich hier zurechtkomme. Und habe mich natürlich wieder maßlos geärgert, weil ich wieder nicht so viel schauen konnte. Und dann habe ich jetzt gesucht und gesucht und habe doch wirklich tatsächlich meine Lupenbrille gefunden. Ich habe gedacht, das ist noch im Lager, diese Lupenbrille hier. Und habe jetzt die 2,0 genommen. Und ihr werdet es nicht glauben, es ist ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Ich bin echt begeistert und ich habe schon mal hier die Farbe, die ich jetzt sticken möchte. Die seht ihr hier, das wird hier auch wieder eine Kugel eingestellt. Hier in der Mitte, das habe ich schon. Und ja, wir werden heute mal hier diese Reihen sticken. Von oben nach unten. Na, wir schauen mal, wie es wird. Müsste eigentlich hier oben anfangen, damit ich das hier oben auch wegkriege. Na, wir schauen mal. Das ist die Farbe 700. Ich habe zurzeit 0,51%, aber wo ich angefangen habe, hatte ich nur 794 Stiche mit rübergenommen vom vorigen Jahr und bin jetzt auf 1000 Stiche gestern und heute gemacht. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das geht nämlich ziemlich schnell. Das ist 25 Count. Und ja, wir werden keine Freunde. Das wird das letzte Projekt mit 25 Count sein, denke ich mal. Und ich sticke nur im halben Kreuz. Muss nochmal schnell die Tüte holen. Ich habe angefangen, die 90 Farben zu auf so einer Garnkart, so einer 50er Garnkart drauf zu fädeln. Hier sind schon ein paar mehr. Alles die Farben, die ich schon benutzt habe. Und das ist das chinesische Garn, wo ich ja eine ganze Menge gekauft hatte. Und da habe ich gesagt, warum soll ich das nicht nutzen? Und hab mich natürlich jetzt die letzten 2 Tage mächtig rumgequält, aber jetzt mit der Brille, das ist der Hammer. Wie schön groß das jetzt für mich ist. Ja, welche Farbe die 700? Mal gucken, ob die 700. Also die Farbnummern habe ich schon alle draufgeschrieben. 200, 700. Die habe ich schon alle draufgeschrieben, damit ich weiß, wenn ich mal wieder was suche, was ich noch brauche. Und ich nehme mir jetzt ein Garn hiervon ab und fädle das ein. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich bin ja echt gespannt. Ja, da habe ich mich wieder 2 Tage rumgequält, anstatt gleich die Brille zu suchen. Jetzt ist natürlich wieder das ganze Garn hier.
Abgegangen. Das ist natürlich, ich habe zum Anfang immer die ganze Docke drauf gemacht. Das habe ich jetzt aber auch schon angefangen, anders zu aufzufädeln. Dann nehme ich mir immer nur ein bisschen von der Docke was ab und dann habe ich nicht mehr so viele Probleme. Ja, jetzt ist mir natürlich wieder fast die ganze Docke hier abgefallen. Deswegen muss ich mir noch mal ganz schnell hier mir einen Faden raussuchen und dann später alles wieder auffädeln. Ja, die restlichen Docken habe ich in meiner Dokumententasche hier. Das ist dieses Grün, was wir jetzt bearbeiten. Die 700. Ja, dann wird's ja. Ich hatte echt überlegt, ob ich noch mal anfange. Ja, ich bin ja immer dieser nochmal Anfänger, wenn was nicht funktioniert und mich das so wahnsinnig ärgert, dass ich dann halt sage, nee, das machst du dir so, damit das passt. Aber wenn ich das jetzt hier so mir anschaue, mit dieser riesengroßen, tollen Brille, dann wird das schon werden. Ja, dann fangen wir mal. Hier oben an. Man kann sich das Kästchen schön hinziehen. Man kann es auch vergrößern. Hier dieses Kästchen. So, und dann suche ich mal den Anfang. Und jetzt müsste es ja wunderbar klappen. Das ist hier, das eine Kästchen ist hier frei. Und dann 1, 2, 3 nach oben. 1, 2, 3 nach oben. Natürlich, die Nadel ist noch ein bisschen zu dick. Aber ich habe jetzt zurzeit keine andere hier. Jetzt muss ich erstmal den ganzen Stoff. Ich fange wieder an mit dem Loopstart. Ein halber Kreuzstich, zweifädig. So. Ja, also das hätte ich mir eher überlegen müssen mit dem 25 Count. Das ist ja nicht das Optimale. Also wir wären keine Freunde, definitiv nicht. Und wo ich dann hier wieder versucht habe, hier reinzukommen in das ganze System. Habe ich mich natürlich geärgert und immer wieder gesagt: Mein Gott, warum hast du 25 Count genommen? Das Projekt, das ist dann 50 mal 50 groß ungefähr. Und ja, deswegen habe ich es eigentlich auch so ausgesucht gehabt, damit es nicht ganz so groß wird. So. Eins, zwei, drei. Zack, weg. Noch mal ein bisschen abkippen hier. Vier. Das ist momentan das dritte Bild. Ich habe euch ja schon die Weltreise gezeigt. Das Seeopal. Das ist genau auf der Linie hier. Also es ist genau, jetzt bin ich schon unten.
1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ach, das ist immer schön, wenn es funktioniert. Und dadurch, dass ich hier das ja nicht so richtig gesehen habe, habe ich hier auch ein paar Fehlerchen drin. Aber weil bei diesem Wirrwarr der Murmeln ist das gar kein Problem. Da fällt das überhaupt nicht auf, wenn da mal ein Stich nicht so sitzt, sage ich mal. So, dann ist hier schon der nächste Stich. Und dann müssen wir hier, dann gehe ich mal hier hinten noch weiter runter. So, das habe ich schon hier. Jetzt nehme ich die beiden. Ja, beim Heimstich muss man echt überlegen, wo man lang geht. Da ist das nicht, dass man mal schnell vorwärts und rückwärts. Aber ich bin ja echt begeistert mit der Brille. Mein Gott, da habe ich mich so gequält. So. Dann wird es ja werden. 1, 2, 3, 4. Gehe ich jetzt so lang? Eins. Ja, ich brauche eine dünnere Nadel. Eindeutig. Ich habe mir jetzt ja Nadeln bestellt. Na, mal gucken, wann sie kommen. Nach meinem Reinfall beim letzten Mal bestellen beim Chinesen. Hoffe ich doch, dass es jetzt besser wird. So, die habe ich gemacht. Jetzt gehe ich weiter nach oben. Jetzt gehe ich so lang. Aber wenn ich hier nach oben, nach unten, nee, ich muss jetzt hier so lang gehen. Na gut, dann machen wir das so. So. 1, 2. Genau, hier ist 1 frei. Und dann kommt das hier. Ja, beim halben Stich ist natürlich, habe ich natürlich immer wieder. Und der Knoten ist wieder da. Habe ich natürlich immer wieder die in ganzen Stich zu machen. Ist mir hier oben auch passiert. Ja, mein Gott. Man ist so drinne im ganzen Stich. Da muss man echt aufpassen, dass man wirklich nur einen halben Stich dann. Aber das ist mein einzigstes Projekt und dann muss ich mir eben immer wieder sagen, hallo, nur einen halben Stich. Ich habe natürlich schafft man hier super schnell. Ein,
1, 2. Man kommt ganz schnell auf Stechen. Und das ist am Ende des Tages, freut man sich natürlich dann umso mehr, wenn man dann mal auf dem Pattern Keeper hier sieht, du hast 1000 Stiche gemacht, ne? Das ist der Vorteil dieses Bildes. Aber wie gesagt, also, was denn jetzt passiert? Wir werden keine Freunde. Für uns auch, wenn ich jetzt die Brille habe und das bedeutend besser sehe. So, nochmal, jetzt hat er hier alles rausgenommen. So. 1. Zwei und der dritte. Ja, da bin ich ja gespannt, wie das überhaupt dann aussieht. Guck mal, ich mache das jetzt hier weg, die drei. Wie das dann aussieht, wenn ich dann die erste Murmel fertig habe. Ob es wirklich so gut rauskommt, wie das auf dem Bild zu sehen ist. Oder ob das alles so wischiwaschi aussieht. Aber bei Heaven and Earth denke ich mal. Wird das schon ordentlich aussehen. So, wieder die nächsten drei. Das darf man dann immer nicht vergessen. Regelmäßig abzustreifen oder abzustreichen. Und ich habe mich entschieden, hier die erste Seite zu sticken. Weil ich muss jetzt wirklich hier noch etliches nacharbeiten. Das ist immer so mein Problem. Dann mache ich erstmal das, was viel ist an oder wo ich viel sticken kann auf einer Stelle und dann diese kleinen Konfetti-Farben. Und das ist hier ein großes Problem, das dann wieder zu finden, also die Löcher wieder zu finden. Und die finde ich wirklich nur, indem ich in den Pattern Keeper gucke. Ansonsten würde ich das ja nicht wiederfinden. So, jetzt. Jetzt runter. 1 freilassen. Und nochmal. Ist eine nette Erfahrung, muss ich sagen, hier mit 25 Count und einem halben Stich. Aber ich glaube, so irre bin ich da nicht mehr, das zu machen. Das ist nämlich sehr anstrengend. So, dann nehme ich die vier hier. Oh, da habe ich mich so rumgequält gestern. Und das ist mit der Lupenbrille so schön. Die kann ich auch auf der Couch aufsetzen. Genau. Ja, ich habe gute Nachrichten. Die erste Stickerin vom Reisebild ist auch schon fast fertig. Die zweite Stickerin hat von mir schon die Nachricht bekommen, dass es bald losgeht. Und
Wenn die erste Stickerin fertig ist, dann werde ich alle Bilder, die sie mir geschickt hat, zusammenfassen. Vielen Dank nochmal dafür. Und ein kleines Update drehen. Ich werde nicht sagen, noch nicht verraten, welche Ecke sie sich ausgesucht hat. Die zweite Stickerin weiß schon, was schon gemacht wurde. Da habe ich jetzt ein Bild hingeschickt. Und sobald das Video durch ist, werde ich das auch in Instagram veröffentlichen. Und wer da mal Lust hat, kann ja dann mal gucken. Ja, das geht so schnell jetzt hier. Ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Abstreichen. Ich habe ja schon die zweiten Zweier hier gemacht. Ja, das ist enorm ein halber Stich, also. Das geht natürlich vorwärts hier. So, ich muss die Nadel mal wieder drehen, weil sie schon wieder hier zusammen. Ja, da ist fast kaum noch der Faden verhuddelt. Zwei, fertig. Ich gehe mal noch ein bisschen nach oben. Und dann kann ich hier runter und dann kann ich wieder hier hoch. Ist doch super. Schönes Muster jetzt, was ich mir hier ausgesucht habe. Eins, zwei, eins, zwei. Ist auch schon wieder ab. Abstreichen. So, jetzt geht's hier weiter. Und jetzt kommen wir an den Rand. Das ist so ein richtiges Motivationsstickbild. Und deswegen habe ich auch schon überlegt, ob ich eventuell, wenn ich jetzt sage hier, ich hatte ja gesagt, alle Heaven-and-Earth-Bilder 2000 Stiche im Jahr, da muss ich natürlich echt überlegen, ob ich das nicht verdopple, weil es sehr unwahrscheinlich schnell geht, ne? So, schräg. Und nochmal einschrägen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Vier Schräge. Da haben wir schon wieder fast die zweite Kugel hier. Ich hole euch mal mit dran. Fast die zweite Kugel hier, die hier schon im Ansatz zu sehen ist. Das ist die blaue Kugel und so. Jetzt wieder abstreichen. Und jetzt gehe ich hier hoch. Jetzt kommen die drei hier ran. Ja, da könnt ihr mal gucken, wie ich ticke. Eins, zwei, drei. So. Oh, sorry. Jetzt ist das natürlich mit der Brille hier, ne? So. Eins, zwei, drei, vier.
4, 1 freilassen und dann genau. Oh, sorry, sorry, sorry. Ich muss mal ein bisschen rüberrücken. So. 1. Ich weiß nicht, gefällt euch das, dass ihr das beim auf dem Pattern Keeper mitverfolgen könnt? Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben. Ab und zu drehe ich die Nadel. Fertig. Dann kann ich, das ist auch schon automatisiert, kommen weniger Knoten. Kurz gedreht und schon ist der Faden nicht mehr ganz so durcheinander. Eins, eins freilassen. So, nun habe ich euch alle drei gezeigt, die ich momentan habe, wie es weitergeht, inwieweit ich jetzt wieder Gecko Rouge und Heaven and Earth, das sind ja die allgemeinen Bilder, die ja doch ein bisschen länger dauern, wie ich die jetzt hier in den Rhythmus mit reinnehme, für ein Stück mit mir einen Faden lang, das kann ich noch nicht sagen. Ich habe mir da echt schon Gedanken gemacht, bin aber noch nicht jetzt schlüssig geworden, wie ich es mache, damit ihr die anderen Bilder auch wieder regelmäßig seht. Jetzt, das nächste Video wird dann bestimmt sein, die ganzen Frühlingsbilder, die ich habe oder die ich sticken werde. Da mache ich auch noch mal ein großes, wo ich alle mal zeige. Und wo ich mich dann auch mal wieder zeige, um euch die ganzen Bilder zu zeigen. Nur zum Thema Frühling. Das ist dann auch mal sehr lustig. Ist die ganze Schublade voll. Um sich dann zu entscheiden, dann kommen ja die Frühlingsbilder dran. Guck mal, ich bin schon hier oben. Es ist der blanke Wahnsinn. Das ist, geht wirklich schnell. So. Die Reihe. 1, 2. Und in welchem Rhythmus ich dann die anderen dann wieder zeige, ich weiß es noch nicht. Ach, guck mal, dann haben wir schon fertig. Ach, na, das ist ja super nett. Eine Reihe schon geschafft. Also eine Drehung. Oder ein Halbkreis. Mit Halbstichen. Guckt mal. Ich mache das mal. Mach das noch mal kleiner. Na, hier oben geht es noch weiter. Ah ja, hier oben. Und dann kann ich hier rüber gehen. Hier ist noch mal eine ganze Menge. Hier ist die Seite zu Ende. Und wenn ich dann das etwas kleiner hier beame, seht ihr dann auch die orangenen gestrichelten Linien, die die Seite praktisch begrenzen. Und wenn ich jetzt mit der Farbe weiterarbeiten würde, dann hier oben und dann kann ich hier dieses ganze Feld rübergehen. Tja, und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht, wenn es dann fertig ist. Guck mal hier. Oh, Wahnsinn. So. Tja, ich freue mich. Vor allen Dingen, seitdem ich meine Brille jetzt hier gefunden habe, brauche ich jetzt nicht mehr, mich so rumzuärgern. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Celine.